Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir machen heute solche Quasten aus diesem Lederset, was es beim Action gibt. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich will es jetzt zu laut reden, weil meine Kleine schläft. Und es ist auch schon wieder Vorproduktion. Ich will noch 2 weitere Videos heute machen. Wann die dann rauskommen, weiß ich noch nicht. Aber Vorproduktion ist nie verkehrt. Vorausgesetzt, man löscht das Video nicht. Ist mir auch schon passiert. Genau. Und wie die funktionieren, das will ich euch zeigen. Und zwar habt ihr ja so ein, das ist ja ein Teil, also ne, das sind ja 5 Stück oder was drin, 5, 6 Stück. 6 Ledersheets, genau. Also es ne, sind 6 solche Teilchen in verschiedenen Farben. Und daraus habe ich dann die Maße genommen. Genau, so, das mache ich jetzt mit euch. Lineal, Kugelschreiber. Und zwar, zuerst messe ich mir von der kurzen Seite einen halben Zentimeter, also 0,5 mm weg. Das wären dann später unsere Ösen. Ich habe es beim ersten Weg breiter gemacht, da gefällt es mir nicht ganz so gut. Also ich habe sie dann noch etwas verbessert. Wie man sieht, sind die schöner. Genau. Und dann messe ich mir 7,5 ab. Das ist die Hälfte von der Breite. Und mein Genick tut so weh. Aber das soll jetzt nicht der Sache sein. So. Das schneide ich mir jetzt alles zurecht. So. Na, da habt ihr das Teil. Das schneide ich mir jetzt in 2 Hälften. Deswegen auch die Linie hier. Leg es mir zur Seite. Kann auch zur Seite. Und dann messe ich mir 2 cm auf der langen Seite rein. Ich nehme da, wo der Kugelschreibestrich schon ist. Das wäre blöd, wenn man das sieht unten an der Quaste. Messe ich mir rein. Und ziehe meine Linie. Das kann erstmal weg. Dann nehme ich eine Schere und schneide mir bis zu der Linie. Das ist quasi nur eine Hilfslinie. So einen halben Zentimeter ungefähr Schnitte rein. Das mache ich jetzt auf die gesamte Länge. Das habe ich aber schon vorbereitet. So schaut das Ganze dann aus. Das ist jetzt eine andere Farbe, das ist aber völlig wurscht. Und dann brauchen wir Kleber. Textilkleber, alles Kleber, wie ihr möchtet. Der funktioniert ganz gut, der muss auch mal leer werden. Habe ich gedacht, nimmst du den und hält ganz gut. Und dann schmier ich mir das, meine gesamte obere, den oberen Teil hier mit Kleber ein. Und dann nehme ich mein Stückchen, lege mir das da so an. Ich lasse ein wenig Platz unten, weil sonst ist meine Schlaufe zu kurz. Da mache ich auch nochmal einen Sprutzkleber drauf. So, genau. Meine Hände schon aus vor ganzen Kleben, weil ich habe schon einige gemacht. Aber die sind so schön. So. Und jetzt geht's ums Aufwickeln. Sollte schon stramm sitzen, aber nicht zu stramm. Und immer schauen, dass ihr da in dieser Linie bleibt. Sonst schaut es dann später aus wie so eine Schnecke, wie will und kann nicht. Und ja, das wäre sehr doof. Gut, passiert. Ist mir auch schon passiert bei einem, glaube ich. Da sieht man es.
Das geht nach innen. Aber mein Gott, gibt Schlimmeres? Ist es selbst gemacht? Ist keine Massenproduktion. Ja. Ihr wisst, was ich meine. So, das wickel ich mir jetzt so schön auf. Und am Ende, weil das trocknet recht schnell ein in das Kunstleder, mache ich mir auch nochmal ein bisschen mehr Kleber drauf. Und dann rolle ich mir das gar auf. Oh, ist jetzt nicht ganz so stramm. Besser. So. Und dann brauche ich Klammern. Ich nehme Wäscheklammern, die eignen sich ganz gut dafür. Und mache die mir da so ran. Aufpassen, dass er das nicht umknickt. Genau, und dann lasst ihr das Ganze trocknen. Ja. Ich mache mal 3 Stück, die trocknen dann vor sich hin. Wenn die dann fertig sind, dann mache ich meine nächsten Quasten. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Tschüss.